war eine bittere Niederlage, trotz Treffer von dir. Wie stufst du das Spiel? Ja, logisch, das Derby zu verlieren daheim so ist bitter, das ist das richtige Wort. Ich glaube, das erste Drittel war eigentlich gut gewesen. Ich habe so ein Gefühl bekommen im Verlauf des Spiels, dass es heute einfach nicht so sein soll. Und wir haben dort vielleicht mit dem zweiten und dritten Goal haben wir uns ein bisschen den Glauben abkaufen. Weil ich meine, unglücklich das erste Gegengoal im Boxplay, oder? Das ist ein Fehler, der bei uns passiert. Es sollte nicht passieren, aber kann passieren. Dann das zweite Goal in einem Boxplay, wo unglücklich den Goal rausschießt. Und das dritte Goal sollte man eigentlich vorher selber rein oder zwei. Sollte schon rein, oder? Unglaublich. Wie sie nicht drin ist und dann im Gegenzug abprallt und das Goal. Und das ist natürlich extrem frustrierend. Und ich habe das Gefühl, dort können wir vor allem müssen wir auch Fortschritt machen, dass wir uns dort nicht in dem Sinne verunsichern, dass wir ruhig bleiben, mit dem Kopf oben wieder aufs Eis gehen und wissen, hey, wir sind eigentlich da. Aber leider war es nicht der Fall gewesen. Der Rest vom zweiten Drittel war nicht gut gewesen. Das dritte Drittel wieder besser, aber ja, das ist nicht mehr gelangt. Und was nehmen wir Positives aus dem Spiel raus? Es macht einen stolz, wenn man nichts laufen kann. Ja, das, was man daraus lernen kann. Es ist frustrierend. Eben. Es ist das Derby, es ist der wichtigste Match bis jetzt. Aber vor allem emotional auch bis jetzt in der Saison. Und so zu verlieren, ist natürlich bitter. Aber ich glaube daran, dass das einfach auch den grössten Lerneffekt mit sich bringt. Und dass man eben genau das, wenn man das Gefühl hat, wir probieren alles und wir drücken, und es dann eben nicht will und sie gehen hinten rein, dass man dann mit dem Kopf oben weiterspielt und gleich gute Entscheidungen macht und das nächste Goal suchen oder das erste Goal suchen. Ich glaube, da können wir sicher falsch.